Dann rufe ich auf den Punkt 20 der Tagesordnung, Bericht des Landesschuldenausschusses. Und der Berichterstatter ist der Kollege Frank Peter Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Trotzdem Frank Peter Kaufmann, bitte sehr, bitte. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Landesschuldenausschuss hat in seiner 66. Sitzung am 11. Juli dieses Jahres die Verwaltung der Schulden und die Führung des Landesschuldenbuchs im Haushaltsjahr 2020 geprüft. Das Ergebnis seiner Prüfung für das Haushaltsjahr 2020 ist wie folgt zusammenzufassen. Erstens. Die Prüfung der Führung des Landesschuldenbuchs ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Zweitens. Tilgungen und Zinsleistungen wurden zeitgerecht und vollständig geleistet. Drittens. Die Kreditaufnahmen nach Artikel 141 Absatz 1 und Absatz 4 der Hessischen Verfassung wurden im Rahmen des Tenors des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 27. Oktober 2021 in die Prüfung einbezogen. Die Grenzen für Kassenkredite, die Übernahmen der Eventualverbindlichkeiten und Sicherheiten sowie der Rahmen für Derivatsvereinbarungen wurden eingehalten. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen in der bisher zum Vergleich herangezogenen Systematik des Statistischen Bundesamtes zum Stichtag 31.12.2020 betrug 6.769 € je Einwohnerinnen und Einwohner. In der Rangfolge der Pro-Kopf-Verschuldung der Flächenländer steht Hessen weiterhin auf dem 6. Rang. Der Landesschuldenausschuss beantragt, der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abgeordnete Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über 40 Milliarden € Schulden des Landes sind eigentlich wert, mehr als 5 Minuten hier debattiert zu werden und behandelt zu werden, besonders weil es hier um das Haushaltsjahr 2020 ging. Und da war einiges los. Das war das erste Jahr, in dem die Schuldenbremse erstmals für das Land Hessen galt und dann gleich die Ausnahme davon beschlossen wurde, das Jahr der Corona-Pandemie und des Schaffens des verfassungswidrigen Schattenhaushalts. Ich will mich wegen der geringen Zeit bei dem Bericht auf 2 Dinge beschränken, und zwar auf das Sondervermögen und auf den Derivateeinsatz, über den wir hier an der einen oder anderen Stelle auch schon einmal gesprochen haben. Der Bericht, liebe Kolleginnen und Kollegen, beginnt mit dem Sondervermögen und räumt gleich einmal mit einem Mythos auf, das Schwarz-Grün und Minister Boddenberg hier immer verbreitet haben. Immer wurde uns gesagt, Hessen macht ja nur das, was andere Länder auch machen. Und die böse Opposition, die das hier alles kritisiert, die würde das ja in anderen Ländern alles beschließen, was sie hier kritisieren würde. Ich empfehle allen, die das so hier behauptet haben, mal einen Blick auf die Seite 17 des Schuldenberichts, denn genau mit dieser Mär räumt der Rechnungshof da auf. Die meisten Länder nahmen den Weg einer Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz und damit einer transparenten Darstellung im Kernhaushalt. Um diese Mittel überjährig zu nutzen, wurden sie von manchen Ländern in Rücklagen überführt. So haben das beispielsweise Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein oder Berlin gemacht. Oder sie wurden vom Haushalt in ein Sondervermögen zugeführt. So haben das beispielsweise Niedersachsen und Rheinland-Pfalz gemacht. Alle haben es anders gemacht als Hessen, die in ihrem Sondervermögen ausschließlich und unmittelbar eine Kreditermächtigung zugewiesen hatten. Beim Schuldenvergleich der Länder fehlten diese Mittel daher in Hessen im Kernhaushalt, so der Rechnungshofbericht. Damit wäre die Mär widerlegt, dass ja alle anderen Länder das so genauso machen würden wie Hessen. Mitnichten ist es der Fall. Hessen ist hier einen Sonderweg gegangen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es schadet der Transparenz und es schadet der Vergleichbarkeit mit den anderen Landeshaushalten. Und genau das hat der Rechnungshof festgestellt. Und der Rechnungshof stellt das nicht nur fest, sondern dass Hessen hier etwas anders gemacht hat, sondern kritisiert das auch. Hessen erwarb z.B. Beteiligungen
als Corona-Hilfe finanzierte die aus dem Kernhaushalt und führte die Deckung aus dem Sondervermögen zu. Ohne das zu wissen, muss man den Eindruck haben, dass diese Beteiligung ohne Schuldenaufnahme zustande kam. Es mangelt also an Transparenz und an Vergleichbarkeit, weil dadurch, dass Hessen einen anderen Weg gegangen ist als andere Länder, die Vergleichbarkeit der Länderhaushalte und der Landesschulden gar nicht mehr gegeben ist. Genau das kritisiert der Rechnungshof. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das vielleicht auch gar kein Versehen ist, dass das so passiert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Bericht befasst sich dann noch weiter mit dem Sondervermögen und zerpflückt es regelrecht. Bereits in der Anhörung zum GZSG hatte der Rechnungshof das Sondervermögen als verfassungswidrig eingestuft. Der Staatsgerichtshof ist dieser Einschätzung gefolgt. Er hat das Sondervermögen als mit der Verfassung unvereinbar eingestuft. Der damalige Staatsgerichtshofpräsident ist jetzt Justizminister in dieser Regierung. Und die schon ausgegebenen Mittel waren allerdings so, dass sie nicht zurückgefordert werden mussten, sondern als gültig betrachtet werden konnten. Und genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, stand ursprünglich in dem Beschlussentwurf, der hier drin war, den Frank-Peter Kaufmann eben vorgelesen hat. Denn das war nicht der Beschlussentwurf, der ursprünglich vom Rechnungshof vorgelegt wurde, sondern das ist der Beschlussentwurf, den Schwarz-Grün so beschlossen hat. Sie haben nämlich den entsprechenden Entwurf geändert. Jetzt heißt es nicht mehr mit der Verfassung unvereinbar, sondern es steht jetzt drin im Rahmen des Tenors des Urteils. Die Worte mit der Verfassung unvereinbar wurden auf Antrag von Frank-Peter Kaufmann mit den schwarz-grünen Stimmen rausgestrichen aus dieser Beschlussempfehlung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur sagen, Greenwashing ist nicht nur, wenn man sich grün wäscht, also ein grünes Mäntelchen umhängt. Greenwashing ist offenbar auch, wenn Grüne sich weiß waschen wollen. Und das wird hier versucht. Das ist das, was hier versucht wurde. Der respektlose Umgang von Schwarz-Grün mit dem Staatsgerichtshof setzt sich fort in dem respektlosen Umgang mit dem Rechnungshof, indem man nämlich diesen Vorschlag hier dementsprechend geändert hat und schlicht und einfach sich neue Fakten gesucht hat, nämlich nicht mehr reingeschrieben hat, dass das verfassungswidrig ist, das Sondervermögen, wie es der Staatsgerichtshof festgestellt hat, sondern die Worte verfassungswidrig einfach mal aus dem Bericht rausgestrichen hat und aus der Beschlussempfehlung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer so mit Fakten umgeht, ich will lieber gar nicht beschreiben, was mir an dieser Stelle für ein Verhalten in den Sinn kommt. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich muss zum Schluss kommen, Herr Präsident. Zum Schluss, wie gesagt, eigentlich hätte man ein bisschen länger als 5 Minuten darüber reden müssen. Die Derivatgeschäfte, ich will noch einmal darauf hinweisen, 4,2 Milliarden Euro ist in einem früheren Rechnungshofbericht in einer Sonderprüfung bereits festgestellt worden, dass hier schon Schaden eingerichtet wurde und eingetreten ist durch die frühere CDU-geführte Regierung. Wir werden, auch wenn in diesem Bericht jetzt nicht mehr die Marktwerte drinstehen, im letzten Stand noch drin, wir werden weiter daran erinnern, was mit den Derivatgeschäften passiert ist, was das für eine Schweinerei war, wie viel das den Steuerzahler gekostet hat. Wir werden es nicht vergessen, und wir werden auch dafür sorgen, dass im nächsten Jahr die Bürgerinnen und Bürger das nicht vergessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reis. Jetzt hat das Wort der Kollege Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie in den letzten Jahren auch hat die Fraktion DIE LINKE beantragt, dass wir die Kenntnisnahme zum Landesschuldenbericht auch hier im Plenum debattieren. Und ich glaube, das hat auch einen guten Grund. Uns geht es im Allgemeinen natürlich um den Umgang mit den Landesschulden, aber im Konkreten um die Derivatgeschäfte. Und da muss man sagen, erst einmal vielen Dank an den Landesrechnungshof für den vorliegenden Landesschuldenbericht. Und ich will noch einmal klar sagen, ich teile nicht jede Einschätzung des Berichtes. Und insbesondere die Darstellung,
die vom Finanzministerium, ja, man kann sagen, angeregt wurde und in den Bericht aufgenommen wurde, die halte ich nun wirklich nicht für vollständig zutreffend. Aber trotzdem bietet der Bericht eine Grundlage, um über das Schuldenmanagement des Landes zu diskutieren. Und dafür ein Dank an den Rechnungshof. Aber für uns ist wie in den letzten Jahren eben auch vor allem die Diskussion um die vom Land eingegangenen Derivategeschäfte zentral. Seit Jahren kritisieren wir den Einsatz der sogenannten Forward Payer Swaps. Mit diesen Geschäften wollte sich das Land bekanntlich über Jahrzehnte einen historisch niedrigen Zinssatz sichern. Das Problem aber nur, der vereinbarte Zinssatz war regelmäßig sehr viel höher, als die Zinsentwicklung sich dann real dargestellt hat. Die Geschäfte liefen über 10 Jahre an, haben insgesamt eine Laufzeit über 50 Jahren. Und der Rechnungshof hat die Kritik an diesen Geschäften erneut mit seinem Bericht untermauert. Man muss sich mal vorstellen, allein im Jahr 2020 sind 10 dieser Geschäfte angelaufen und sie verursachen nominale Mehrkosten in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro. Nach vorsichtigen Schätzungen, die wir gemacht haben, hat diese sogenannte Zinssicherungsstrategie des Landes einen Gesamtschaden von über 4,5 Milliarden Euro verursacht. Das Land zahlt damit viel zu hohe Zinsen über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren. Und wenn jetzt noch einer erzählen will, die CDU könne gut mit Geld umgehen, der soll sich das Schuldenmanagement des Landes Hessens anschauen, das den Steuerzahler unglaublich viel Geld gekostet hat. Und dann sagen Sie, na, die Landesregierung, alles in diesen Geschäften hatte seine Ordnung. Immerhin, Sie haben ja auch keine weiteren Derivatgeschäfte abgeschlossen. Und auch wenn Sie darauf beharren, dass Sie mit der Zinsmeinung ja recht gehabt haben, was uns sehr verblüfft angesichts der Zahlen. Es hat ja angeblich keine Fehler gegeben. Ergebnisse werden häufig schön gerechnet. Es gibt dann auch absurde Berechnungen, mit denen versucht wird, dass der festgeschriebene Zinssatz doch irgendwie dem Land, für das Land gar nicht so schlecht sei. Und dabei, ich will es noch einmal sagen, machen ja gerade die Derivate aus dem Jahr 2020 deutlich, was hier passiert ist. Im Finanzministerium wurden vor über 10 Jahren zwischen März und Mai 2011, ja, 2011, 10 Derivate abgeschlossen, die den Zinssatz für das Jahr 2020 festgelegt haben. Also den Zinssatz 10 Jahre später. 9 Jahre im Voraus haben Sie sich einen Zinssatz von 3,6% gesichert. Ja, bravo, 3,6%. Im Jahr 2020 hätte der Zinssatz, den das Land bekommen hätte, dann aber bei 0,35% gelegen. Sie haben also einen 10-fach zu hohen Zins festgeschrieben. Und die Einsicht, dass das ein gravierender Fehler ist, diese Einsicht vermisse ich insbesondere bei der hessischen CDU bis heute. Und jetzt kann man sagen, das ist irgendwie, es gibt auch noch eine Kuriosität bei dieser Derivate-Leidenschaft der hessischen Konservativen. Das sind die sogenannten Swap Options. Bei diesen Derivatgeschäften wird nämlich eigentlich gar kein richtiger Kredit abgeschlossen, sondern lediglich das Recht an eine Bank verkauft, mit dem Land zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Derivatvertrag abzuschließen. Es wird also auf bestimmte Zinssätze in der Zukunft spekuliert. Dafür bekommt das Land dann eine Prämie. Dabei kommt das Geschäft aber nur zustande, wenn die Bank, mit der man den Vertrag abgeschlossen hat, am Markt einen besseren Zinssatz vereinbaren kann als mit dem Land. Sprich, wenn das Land verliert, zieht die Bank natürlich die Option. Und bis heute konnte niemand schlüssig erklären, was denn diese Geschäfte von einer Zinswette unterscheidet. Ein Begriff, den Sie ja immer hier so zurückweisen. Erläutern Sie mal, wo ist da der Unterschied zu einer Zinswette? Und 2020, da freuen Sie sich dann noch drüber, hat nämlich eine Bank verpasst, die gewonnene Zinswette zu ihren Gunsten einzulösen. Und dem Land blieb der Schaden dieser Geschäfte erspart. Und da bin ich auch froh, dass das von Seiten des Finanzministeriums signalisiert wurde, dass dieser Fehler der Bank dem Land einen Schaden erspart hat. Und dennoch bleiben am Ende nominale Mehrkosten von fast 500 Millionen Euro durch diese Swap-Options-Geschäfte. Ich glaube, und damit komme ich zum Schluss, es bleibt wichtig, dass die Problematik der Derivatgeschäfte hier im Hessischen Landtag immer wieder aufgerufen wird. Mit diesen Geschäften sind über
über 4,5 Milliarden über einen Zeitraum von 40 Jahren von einer CDU-geführten Landesregierung in den Wind geschossen worden. Was hätte man damit alles bezahlen können? Deswegen, die Konservativen können mit Geld umgehen. Wer das glaubt, der braucht nur nach Hessen schauen, und daran werden wir immer erinnern. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Jetzt hat das Wort der Kollege Erich Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr Abgeordneter Weiß, ich habe mich eben ein bisschen gewundert. Ich habe mich ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich komme eigentlich zu den gleichen Tatsachen wie Sie. Aber da das ja ein vertraulicher Bericht ist, habe ich mich nicht getraut, es so deutlich zu sagen. Aber Sie werden mich wiederfinden. Der 70. Bericht über die Prüfung der Schulden des Landes Hessen befasst sich unter anderem ausführlich mit dem verfassungswidrigen Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz der aktuellen Regierung, respektive mit dem damit verbundenen Sondervermögen über 12 Milliarden Euro, also mit der Aussetzung der Schuldenbremse. Das Thema Derivate überlasse ich mal dem Spezialisten, Herrn Schalauske, weil der weiß ja schon, was in 40 Jahren da rauskommt. Das werden wir dann sehen. Nachdem sich die Bürger Hessens in einer Volksabstimmung im Jahre 2011 mit einer überwältigenden Mehrheit von 70% für die Aufnahme der Schuldenbremse in die Verfassung ausgesprochen haben, war 2020, das ist genau das Jahr dieses Berichts, das Jahr, in dem die Schuldenbremse zum ersten Mal hätte gelten sollen. Wie wir alle wissen, kam es nicht dazu. Schwarz-Grün setzte die Schuldenbremse durch eine eigenwillige Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen und vom Staat nicht mehr anders zu beherrschenden Notsituationen aus. Nicht wahr, Herr Dr. Prosek? Anfangs ging es um begrenzte finanzielle Hilfen, getragen von einem breiten parlamentarischen Konsens. Dann aber, für das verfassungswidrige Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden, musste es unbedingt ohne die freiheitlich-konservative Opposition des gesamten Landtags gehen. Die SPD glänzte damals durch Enthaltung. Später schloss sie sich dann ganz opportun dem Lager der Kläger gegen das GZSG an. Die zweite Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung erfolgte letztlich durch die Streichung des qualifizierten Mehrheitserfordernisses zur Feststellung einer Ausnahmesituation. Möglich war dies, weil die FDP, jeder war dabei, im Jahre 2013 mit ihrem damaligen schwarzen Koalitionspartner das notwendige Quorum zur Schuldenbremse in das Ausführungsgesetz und nicht in die Verfassung geschrieben hatte. Vor dem Staatsgerichtshof steigte die FDP sich über die Schuspe der aktuellen Landesregierung empört. Die CDU und die FDP hätten ja dereinst in trauter schwarz-gelber Zweisamkeit das Ausführungsgesetz in die Verfassung schreiben können, wie in anderen Bundesländern ja geschehen. Merkwürdigerweise konnten sich die Freien Demokraten sich dann aber wiederum nicht überwinden, trotz aller Empörung über das Verhalten der Landesregierung, dem Gesetzentwurf der AfD zuzustimmen, welche die Aufnahme des besagten Mehrheitserfordernisses der zwei Drittel der Abgeordneten des Landtags in die hessische Verfassung zum Gegenstand hatte. Mit der Schleifung dieses Zweidrittelmehrheitserfordernisses, welches ursprünglich eine missbräuchliche Inanspruchnahme – die wussten schon, was sie getan haben – der Ausnahmeregelung verhindern sollte, wurden die Schuldenbremse faktisch bei ihrem ersten Anwendungsfall von Schwarz-Grün die Zähne gezogen. In diesem Zusammenhang sehe ich die Regierung in Berlin und ja auch hier dauernd von dem Einhalten der Schuldenbremse sprechen. Wir werden sie wiedersehen Ende des Jahres 2023. Und dies vollkommen ohne Not. Weder hatten sich die Fraktionen der Opposition unkooperativ gezeigt, wir haben alles abgestimmt am Anfang, noch hätte es an Möglichkeiten gemangelt, notwendige Mittel ohne ein Durchbrechen der Schuldenbremse bereitzustellen. Man denke nur an die Stellungnahme des Landesrechnungshofs vom 16. Juni 2020, Herr Kaufmann, respektive den Hinweis auf den üppigen Rücklagenbestand oder aber an die bislang auch im nächsten Haushalt, im folgenden Haushalt,
ungenannten und genutzten Einsparungsmaßnahme. Wie der Landesrechnungshof im vorliegenden Schuldenbericht betont, hatte die technische Umsetzung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes, also die Schuldenaufnahme im Sondervermögen und die sich daran anknüpfenden Abführungen an den Landeshaushalt, eine ausufernde Intransparenz hinsichtlich des schuldenfinanzierten Anteils der Ausgaben zur Folge. Hier wurde schon erwähnt, das war sicher nicht ganz unschuldig. Die Schuldenaufnahme außerhalb des Kernhaushalts verwässert darüber hinaus die Aussagekraft der verwendeten Kennzahlen in der Schuldenstatistik. Sie können 2020 mit 2019/20 nicht mehr vergleichen. Dem interessierten Zuhörer empfehlen wir die wundersame Entwicklung des Kontrollkontos. Wer weiß schon, was ein Kontrollkonto ist? Ja? In Augenschein zu nehmen, das ist schon kreative Buchführung. Ein Bericht, und das ist meine wirkliche Kritik an diesem Schuldenausschuss. Ein Bericht sollte grundsätzlich alle Fakten und Tatsachen immer so wiedergeben, dass der Zuhörer oder Leser, und das sind Sie, liebe Abgeordneten des Landtags, sich ein objektives Urteil bilden kann. Zu den Fakten und Tatsachen gehört in diesem Fall das Ergebnis der Prüfung und die präzisen Formulierungen unseres Landesrechnungshofs, immerhin ein unabhängiges, ich danke für Ihren Kommentar, immerhin ein unabhängiges Organ der Finanzkontrolle. Das hier vorangegangene Prüfungsergebnis nach politischen Mehrheiten besetzten Landesschuldenausschusses, politisch besetzte Mehrheiten Landesschuldenausschusses, weicht Herr Kollege Heidkamp, Sie müssen dann auch zum Schluss kommen. Einen Satz auch. Weicht leider an entscheidender Stelle von dem des Landesrechnungshofs ab. Dessen Prüfungsergebnis ist auf Seite 64 zu sehen. Über den möglichen Grund können Sie nur spekulieren. Vielleicht genügt den Abgeordneten aber der Hinweis, dass der Landesrechnungshof den an sich nicht konform, verfassungskonformen oder sagen wir es doch verfassungswidrigen Charakter des Kreditaufnahmen nach Artikel 141 Absatz 1 und Absatz 4 expressis verbis hervorhebt. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Das war ein fünfstöckiger Einsatz. Aber okay, Frau Kollegin Schardt-Sauer hat das Wort. Marion. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben schon wichtige Aspekte gehört von Greenwashing, Derivate. Man könnte meinen, Gott weiß, für ein aufregender, wechselhafter Komplex hier Thema ist. Dabei geht es um etwas wirklich Wichtiges für eine Gesellschaft, nämlich die Frage, wie ist es um die Schulden des Landes Hessen bestellt? Darauf, denke ich, sollte sich der Fokus konzentrieren. Und wir Freien Demokraten haben eine klare Haltung dazu. Schulden wirken zulasten künftiger Generationen. Das muss der Eingangssatz sein. Und deshalb ist es wichtig, sich an die Schuldenbremse zu halten. Das Krisengeschehen lässt Stimmen, man hört sie teils schon, erstarken, die die ökonomische Logik der Schuldenbremse anzweifeln und für vermeintlich unaufschiebbare Projekte schnell Geld beschaffen wollen. Deshalb heißt es manchmal Vermögen, obwohl es ja Schulden sind. Früher saßen die nur auf der linken Seite des Parlaments oder im politischen Spektrum. Seit spätestens 2020 finden sich auch in den Regierungsfraktionen. Ist ansteckend. Wir erinnern uns an das Haushaltsjahr 2020, das ja Gegenstand dieses Berichtes ist. Und darauf wollen wir uns doch bitte mal konzentrieren. Das ist wirklich der Sündenfall. Die Landesregierung mit dem GZSZ-Gesetz 12 Milliarden am Parlament vorbei, bitte man betrachte immer genau den Klagegegenstand, in einen Schattenhaushalt führte. Nur so könne man, das war die Argumentation der beklagten Seite, die Corona-Krise bewältigen. Nur leider waren in diesem Schattenhaushalt, nach außen hin hat man es sehr propagiert, aber hier im Hause nicht so sehr, für Ökolandbau, energetische Sanierung von Forsthäusern und Fahrradabstellanlagen verplant. Ja, damit der Schein der Schuldenbremse gewahrt bleibt, sollte die Schuldenaufnahme auch nicht in die offizielle Statistik der Nettoschuldenaufnahme einfließen.
Das ist handwerklich ganz klar ein Taschenspielertrick. Und gegen diesen Schattenhaushalt haben wir, es gibt ja einige Zeitzeugen inzwischen wechselnden Rollen, gegen diesen Schattenhaushalt haben wir Freien Demokraten erfolgreich geklagt. Und es bleibt dabei, egal was der Beschlusstenor ist, es steht darin, die Kreditaufnahme war verfassungswidrig. Ich kann ja verstehen, dass man das nicht so gerne hört. Aber wie gesagt, es bleibt dabei, und wir werden es auch benennen, weil dahinter steht etwas Mahnendes für die nächste Krise, in der wir uns befinden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir leben in wahrlich bewegten Zeiten. Das kann man von Woche zu Woche sagen. In den letzten Tagen hat der Präsident der Bundesbank Nagel vorausgesagt, die Inflation wird sich bei 10% verfestigen. Wer hätte das gedacht? Die Bekämpfung der Inflation muss zentrale Aufgabe sein. Das sind unsere Herausforderungen nach vorne geblickt, und das wollen wir doch für den Landeshaushalt. Und das waren die Fehler, die man gemacht hat, den Schuldenstand zu erhöhen. Lassen Sie uns doch bitte im Interesse der Generationengerechtigkeit und der Frage, was ist der Euro in der Tasche der Menschen wert, lassen Sie aus den Fehlern, die 2020 von Schwarz-Grün gemacht wurden, die aber mit Sicherheit da lernfähig sind, lassen Sie uns daraus lernen. Handeln Sie besonnen, und die Zeit des soliden Haushaltens muss jetzt endlich beginnen. Insoweit ist der Zeitpunkt des Berichts ein guter. In der nächsten Plenumsrunde wird der Finanzminister den Doppelhaushalt einbringen. Vor dem Haushalt kriegt es am Freitag schon die Presse, aber egal, ist ja eh manches hier andersrum. Wir brauchen endlich eine Fiskalpolitik, und da hoffen wir sehr auf den Haushaltsentwurf, der inflationäre Tendenzen bekämpft und nicht noch zusätzlich anheizt. Das heißt im Klartext aber auch, werte Kolleginnen und Kollegen, für Prestigeprojekte, Sie hatten ja jetzt schon genug, für Prestigeprojekte der Regierungsparteien ist kein Spielraum mehr. Schattenhaushalte und das Aussetzen der Schuldenbremse müssen der Vergangenheit angehören. Sie haben genug sozusagen im Topf gehabt. Unterziehen Sie der Haushaltsplanung, das sind wir den Menschen schuldig draußen, die wirklich dagegen kämpfen, jede Woche beim Einkauf. Was ist noch in meinem Warenkorb? So müssen auch wir unsere Ausgaben einem Ausgabencheck unterziehen, denn es geht um das Heute und Jetzt und ob die Menschen noch ihre sozusagen Rechnungen bezahlen können, aber auch die künftigen Generationen, deren Chancen dürfen wir nicht verspielen. Das ist die Botschaft dieses Schuldenberichts, des Schuldenberichts 2020. Unser Kommentar dazu, bitte lernen Sie daraus, Schwarz-Grün. Wir sehen mit Spannung dem entgegen, wie es aussieht im Doppelhaushalt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Michael Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann die Wortbeiträge zusammenfassen. Alter Wein in neuen Schläuchen. Nichts anderes ist heute hier vorgetragen worden. Im Beschluss steht erstens, es gab keine wesentlichen Beanstandungen. Zweitens. Der Tenor des Staatsgerichtshofs zum Sondervermögen wurde aufgenommen. Und, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr gespannt, wie denn das mit dem Sondervermögen des Bundes, mit den 60 Milliarden € ausgeurteilt wird. Wir freuen uns auf dieses Urteil und erwarten das mit Spannung. Zum Thema der Transparenz. Die Transparenz war immer gegeben. Wir haben die Dinge im Haushaltsausschuss gehabt, jede Entscheidung über 1 Million €. Es war aber, was vom Staatsgerichtshof kritisiert wurde, nicht jeweils noch im Parlament. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind. Wir haben jede Entscheidung gemeinsam diskutiert, sehr ausführlich diskutiert. Ich erinnere mich an viele Fragen, auch von Seiten der FDP. Letztendlich haben wir das Sondervermögen abgewickelt und komplett in den Haushalt überführt. Und der letzte und entscheidende Punkt. Wir haben in dieser schwierigen Phase den Menschen geholfen. Das bleibt, was übrig ist davon. Zum Thema der Derivate. Auch das ein immerwährendes Thema. Das Portfolio besteht aus 97% aus festverzinslichen und zu 3% aus variablen Anlagen, um es einmal damit auch klarzustellen. Das Zinsrisiko ist dadurch begrenzt.
Und ab dem 1. Januar 2021 wurden nur noch zum Ausschluss von Währungsrisiken im Rahmen der Kreditfinanzierung und Negativzinsrisiken bei bereits vereinbarten Derivaten diese Abschlüsse getätigt. Das ist ein gemeinsamer Beschluss, den wir gefasst haben, der wurde eingehalten. Und das ist natürlich schon hochinteressant, wenn wir hören hier, welche Einschätzungen vorgenommen werden zum Abschluss der damaligen Zinsderivate. Die damaligen Zinsderivate sind nach großer Überzeugung der damaligen Zinseinschätzung abgeschlossen worden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dies muss man festhalten. Und Derivate, die jetzt noch abgeschlossen werden bei den aktuell steigenden Zinsen, lieber Herr Schalauske, Sie haben anscheinend eine Glaskugel, wenn Sie wissen, wie die Abrechnung in 40 Jahren aussehen wird. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einen positiven Aspekt erwähnen. Das ist bisher in der Debatte noch nicht erwähnt worden. Wir haben im Jahre 2020 den ersten Green Bond an den Markt gebracht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine großartige Leistung, denn damit haben wir für die Mittelverwendung auch im Einklang mit der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie etwas sehr Erfolgreiches gemacht. Und dieser Green Bond steht auch im Einklang mit den Handlungsfeldern der Vereinten Nationen, die dort die nachhaltige Strategie vorgegeben haben. Insgesamt fast 600 Millionen Euro haben wir an den Markt gegeben. Auch dies ist eine großartige Leistung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch so kann man einen Landesschuldenausschuss und einen Bericht danach betrachten. Und deshalb lassen Sie uns positiv in die Zukunft schauen und nicht immer nur über alte Dinge der Vergangenheit reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Reul, Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte nie gedacht, dass wir zu so später Stunde unter diesem Thema eine so breite Diskussion über finanzpolitische Fragestellungen hier führen. Ich will zunächst einmal auf unser eigentliches Thema zurückkommen, nämlich auf den Bericht des Landesschuldenausschusses. Und ähnlich wie der schon der Kollege Reul die relevanten Fakten noch einmal unterstreichen. Erstens, der Bericht weist aus, es gab keine wesentlichen Beanstandungen. Und zweitens, Zins und Tilgung wurden zeitgerecht vollständig geleistet. Das sind die Kernaussagen, die ein Schuldenbericht dem Plenum geben sollte. Und ansonsten vertiefte Diskussionen kann man gerne führen, wenn man sich den Bericht insgesamt anguckt. An dem wird auch der Kollege Weiß nicht bestreiten, wurde durch den Landesschuldenausschuss am Entwurf des Rechnungshofs nichts geändert. Ich will feststellen, wir haben mit unserer Regierungsmehrheit hier im Jahre 2020 trotz schwieriger Bedingungen die Landesfinanzen gut durch das Pandemiejahr manövriert, und wir haben den Menschen in der schwierigen Situation gut helfen können. Das ist für die Politik, glaube ich, mit das Wichtigste. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ja hier so ein hohes Interesse an dem Sondervermögen und wie das zu beurteilen ist, will ich Ihnen vielleicht für demnächst mal in einer ruhigen Stunde einen Lesetipp geben. Im Juni dieses Jahres ist das Handbuch für öffentliche Finanzen 2022 erschienen. Da finden Sie den einen und anderen Artikel über dieses Thema, der sich vielleicht zu lesen lohnt, sodass man die Fragestellung auch von anderen Seiten beleuchten kann. Wir haben ja hier heute erlebt, dass alles sozusagen unter verschiedenen, teilweise auch etwas schrägen Blickwinkeln noch einmal hochgeholt wird. Ich kann nur feststellen und mich an diesem Punkt auch dem Kollegen Reul ein Stück weit anschließen. Diejenigen, die, es war der Kollege Weiß und die Kollegin Schardt-Sauer, für ihre Fraktionen so deutlich gemacht haben, wie das mit der Klage gegen das Sondervermögen sich so dargestellt hat und sich so freuen über das Urteil, Ihnen wird noch die Freude vergehen, Ihrer Landesvorsitzenden, Kollege Weiß, ganz besonders. Bei der weiß man zwar nicht genau, ob sie ihre Zukunft in Hessen oder in Berlin sieht, aber sie hat hier vor diesem Hause die Klage vehement begründet. Und jetzt muss sie davor zittern, dass das Bundesverfassungsgericht die Finanzpolitik der Bundesregierung mit den gleichen Argumenten wie der hessische Staatsgerichtshof nämlich dann verurteilen wird, nämlich der berühmte Veranlassungszusammenhang ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und auch, wenn der Kollege Rock mich so freundlich anlächelt, Ihr Finanzminister, das werden Sie wahrscheinlich nicht bestreiten können, sollte alsbald über Kreditfinanzierung nachdenken für den Bundeshaushalt, weil diese Maßnahme könnte sein, dass Sie mit den Argumenten
die seine Kollegin im Kabinett, nämlich die Innenministerin hier, wie sie noch tätig war, hochgehalten hat, dass sie denen auf die Füße fällt. Wir werden das beurteilen. Und dann, verehrter Kollege Weiß, werden wir auch feststellen, dass Ihre Vollmundigkeit und vielleicht auch die vom Kollegen Rock bei der Erzählung, also Sie haben es hier auch von diesem Pult aus durchaus getrieben, die Vollmundigkeit über die Verfassungswidrigkeit der hessischen Politik vielleicht sich doch deutlich relativiert. Das erwarten wir insbesondere von dem weiteren Verfahren in Karlsruhe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rede über den Landesschuldenbericht. Und deswegen, verehrter Kollege Schalauske, nur wenige Sätze zu Ihnen. Die Sache mit den Derivaten haben wir nun, denke ich, es ist ja so vor schwarz-grüner Zeit geschehen, wie Sie wissen. Und insoweit haben wir das, denke ich, abgeräumt mit dem jetzt gültigen. Wir haben es abgeräumt für die Zukunft mit der jetzt gültigen Formulierung im Haushaltsgesetz. Ich denke, das kann man nicht bestreiten. Und darüber hinaus sozusagen, was die Bewertung dessen angeht, was in der Vergangenheit geschehen ist, und dann zu sagen, für die Zukunft wissen wir das so genau. Das ist nicht richtig. Wenn Sie die Zinsschritte, die im Augenblick gemacht werden, sozusagen mal extrapolieren, können Sie sehr schnell zum Ergebnis kommen, dass möglicherweise die Festschreibung des Zinses auf die genannte Höhe sich am Ende als gar nicht so falsch erweist über die lange Linie. Jetzt kommen Sie mit dem Argument, man hätte aber, wenn man hätte, dann hätte man. Das ist aber die reine Forderung nach Spekulation, nämlich zu jedem Tagesgeschehen den aktuellen Zinssatz zu kalkulieren. Das ist das Gegenteil von Planbarkeit. Und deswegen wäre das keiner öffentlichen Hand und keinem Finanzminister zu empfehlen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, nicht ohne mich auch noch beim Rechnungshof zu bedanken. Frau Vizepräsidentin und Kollegen sind ja auf der Tribüne. Wir haben über Ihren Bericht gesprochen. Wir sind dankbar für den Bericht, auch wenn Sie das eine oder andere kritische Wort, aber die gelten dem Parlament und nicht dem Hof. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Boddenberg. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, und bevor ich das am Ende vergesse, auch von meiner Seite zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an den Rechnungshof, an alle Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und es ist ja hier auch darauf hingewiesen worden, und das kann man im Landesschuldenbericht auch nachlesen. Natürlich ist ein Bericht des Landesrechnungshofes und des Vorsitzenden des Landesschuldenausschusses am Ende des Tages nicht ohne Kritik. Sonst könnten wir uns das ja sparen. Und über die Punkte, die Sie kritisch gesehen und bewertet haben, ist hier schon in den einzelnen Redebeiträgen gesprochen worden. Ich will aber ausdrücklich sagen, bei aller Kritik, das ist immer auch sehr kreativ, sehr konstruktiv und kreativ. Wäre, glaube ich, in dem Zusammenhang für den Rechnungshof die falsche Arbeitsbeschreibung. Also, das ist sehr konstruktiv, und ich will mich ausdrücklich auch mal über das und für das gute Miteinander bedanken. Da wird hin und wieder auch mal gestritten zwischen dem HMDF und dem Rechnungshof über Formulierungen, über Lesarten dessen, was in dem Landeshaushalt, der jeweils begutachtet wird und zum aktuellen Schuldenstand gesagt wird. Aber ich glaube, in Summe dürfen wir sagen, das geschieht wirklich im Sinne dessen, dass ein solcher Bericht nicht nur etwas für die Ablage ist, sondern auch dazu führt, dass man miteinander über gute Lösungen redet und streitet hin und wieder. Ich will alles weglassen zum Thema Sondervermögen. Herr Kollege Weiß, Sie haben sich erneut echauffiert. Das haben wir hier so oft diskutiert, dass ich glaube, es müßig ist, dass wir da die Argumente weiter austauschen. Das können Sie aber gerne machen. Wir haben ja und stehen vor Haushaltsberatungen, da wird es etwas mehr Zeit auch geben, falls Sie das erneut zum Thema machen wollen. Und zu dem, was Kollege Kaufmann und Herr Reul gerade gesagt haben, will ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Wir haben die Klage gegen das, was die Bundesregierung, der Bundesfinanzminister dort zur Finanzierung aktueller großer Herausforderungen auf den Weg bringt. Ich empfehle übrigens mal, Herr Weiß, die Begründung des Transformationsfonds der saarländischen Landesregierung dieser Tage. 3 Milliarden € umfassend würde für Hessen 18 Milliarden bedeuten, nur mal um über Größenordnungen zu reden, über die wir ja auch gestritten und diskutiert haben. Und ich empfehle einfach schlichtweg zunächst einmal festzustellen, dass eines, glaube ich, der Staatsgerichtshof auch festgestellt hat, nämlich, dass es für alle Neuland war. Und insofern können wir weiter über diese Frage streiten. Aber ich glaube, am Ende sind wichtige Sätze hier von Herrn Reul und Herrn Kaufmann gesagt worden. Wichtig war in dieser Zeit zunächst einmal, dass wir den Menschen in einer schwierigen Phase helfen konnten. Ich will vielleicht aber die Gelegenheit auch nutzen, um zumindest mal zwei Punkte noch hier auch an Aktuellem, was uns beschäftigt, vortragen.
Das eine ist, wir haben mit diesen Derivaten, die Sie angesprochen haben, Herr Schalauske, Zinssicherung versucht und haben im Nachhinein, und das mit dem viermal hätte eben im Satz, den ich, glaube ich, kaum nachsprechen könnte, Herr Kaufmann, ohne zu stottern, haben Sie es ja richtig beschrieben. Ich glaube, Herr Weiß, wir sollten uns, was Sprachgebrauch anbelangt, ein wenig hin und wieder auch hinterfragen, ob es klug ist. Ich glaube, Sie haben von Schweinerei gesprochen. Das finde ich denn schon ein bisschen außergewöhnlich vor dem Hintergrund, dass mein Vorgänger und diejenigen, die sich damals im Finanzministerium dazu entschieden haben, einen Teil der Verpflichtungen des Landes Zins zu sichern über lange Zeiträume mit der Erwartung, dass sie damit Planbarkeit schaffen, dass sie damit auch zu einem damaligen Zeitpunkt klug handeln. Von Schweinerei zu reden, finde ich jetzt außergewöhnlich. Und ich wäre dankbar, wenn wir uns vielleicht darauf verständigen können, dass das alle in bester Absicht gemacht haben. Und zum Zweiten will ich nur sagen, ja, wir haben, was die Laufzeiten aktueller neuer Schuldscheine und anderer Dinge der Finanzierung anbelangt, die Laufzeiten insgesamt erhöht. Ich glaube, das empfehlen, wenn ich da noch einmal auf den Rechnungshof zurückkommen darf, nicht nur der Hessische Rechnungshof, sondern viele andere Rechnungshöfe, dass sie sagen, längere Laufzeiten sorgen auch für mehr Stabilität und Planbarkeit insgesamt in der Haushaltsführung. Das machen wir zurzeit. Und ich will einfach noch einmal vielleicht am aktuellen Beispiel sagen, wie volatil die Zinsmärkte der letzten Monate waren. Wir haben Ende des Jahres 2021 mit 0,2 bei 10-Jahres-Anleihen Verträge geschlossen und liegen jetzt bei 2,5%. Und es gibt ziemlich viele auf den Kapitalmärkten, auch in unserem Haus, die prognostizieren, dass sich das weiterentwickeln wird, leider zum Nachteil desjenigen, der sich am Kapitalmarkt Kapital besorgen muss. Und seien Sie sicher, das will ich dann auch nicht vergessen, dass diejenigen, die das bei uns im Kreditreferat machen, und ich will ausdrücklich, ich darf auch einen Namen nennen, mit Herrn Dr. Labermeyer an der Spitze, aber insgesamt in der Abteilung, auch sagen, das ist ein ziemlich stressiger Job, gerade auch in Krisenzeiten, diesen Volatilitäten von Kapitalmärkten tagtäglich zu beschäftigen, immer für die nötige Liquidität tagtäglich zu sorgen. Und deswegen geht mein Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Referat. Das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die immer auch Gefahr läuft, dass man hätte am Ende des Tages sagt, hätten wir da anders reagiert und den Kapitalmarkt anders eingeschätzt, wäre es erfolgreicher gelaufen. Und eine allerletzte Bemerkung will ich denn schon sagen, nur dass das hier im Raum auch alle wissen. Ich glaube, das sollten alle wissen. Wir reden über rund ein Fünftel des Gesamtschuldenstandes des Landes, wenn wir über diese Forward Swaps reden. 80% haben auch in den letzten 10 Jahren an den Entwicklungen des Kapitalmarkts, also günstigen Zinsen, teilgenommen. Wir haben im Vergleich zu 2012, zu 2021 3,3 Milliarden Euro insgesamt weniger ausgegeben, aufgrund der Tatsache, dass 80% eben kurzfristiger und an den Märkten und Tagesmärkten aktualisiert finanziert worden sind. Insofern, ja, wir haben bis heute einen negativen Saldo, gar keine Frage. Aber ich glaube, auch das hat Herr Kaufmann gerade noch einmal zum Schluss zu Recht gesagt. Mit Blick auf das, was möglicherweise vor uns liegt, glaube ich, dass es klug ist, dass wir ein Anlagemanagement haben, ein Finanzierungsmanagement haben, das am Ende darauf baut, langfristig und festverzinslich zu arbeiten und am Ende für eine gewisse mögliche Kontinuität bei all diesen Unruhen, die wir zurzeit in den Märkten haben, zu gewährleisten. Danke fürs Zuhören und alles Weitere sicherlich im Zuge der Haushaltsberatung. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Damit ist die Aussprache zum Punkt 20 beendet. Und das geben wir in den Haushaltsausschuss zur weiteren Beratung. Ist so, dann machen wir das so. Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine kleine Auflockerung. Wir haben noch viele Punkte, können sich alle freuen. Wir sind heute im Hessischen Landtag zu Gast. Eine Delegation des Kerwe- und Traditionsvereins der Gemeinde Einhausen. Die besuchen uns eigentlich immer, wenn sie ihre schönen Veranstaltungen machen. An der Spitze begrüße ich den Bürgermeister, den Herrn Helmut Glanzner. Herzlich willkommen. Ist er schon da? Wo ist der Bürgermeister? Kommt noch. Den will ich jetzt mal sehen. Langsam. Aus den Hafen Leute aber dran Einhausen. Ja. Jetzt warten wir noch mal einen Moment. Man wird Zeit heute. Alles fröhliche Leute, die feiern, ja, können. Ach du liebe.
So, wo ist der Bürgermeister? Ach, der hält Grußworte noch irgendwo. Also gut, dann soll er sich mal melden nachher. Ich begrüße natürlich auch die amtierende Käferkönigin Maya Böhm, ihre königliche Vorgängerin Lina Lulay und Alexandra Grüne samt den Begleitdamen und dem Käfervater Lukas Ma. Jetzt seid ihr alle begrüßt. Herzlich willkommen. So, und der Bürgermeister soll sich noch mal melden bei mir dann. So.